Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe auf diesem Kanal schon einige Gaming-Tastaturen, Gaming-Mäuse, Headsets, PCs, Notebooks, Controller und so weiter und so fort alles getestet. Und ich sage euch ganz ehrlich, mittlerweile sind wir an so einem Punkt angekommen, wo es etwas langweilig wird, meiner Meinung nach, weil diese ganzen Produkte, die es gibt, die kommen immer wieder neu raus mit ein paar verbesserten Funktionen, aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe, wenn wir ehrlich sind. Aber ich habe etwas ganz Interessantes für euch, Freunde, und zwar die Razer Basilisk V3 Pro in Kombination mit einem weiteren Produkt. Finde ich das super interessant und mega, mega cool und auch einer der Gründe, warum ich das Ganze jetzt in mein Setup integriert habe und nutze. Was es ist, wie gut diese Maus ist und was die Kombination dazu so cool macht, das verrate ich euch und zwar direkt nach dem Intro. Jetzt erstmal ein komplettes Razer Setup hier aufgebaut und auch wenn es gegen meine Prinzipien spricht, habe ich tatsächlich auch ein RGB Mauspad jetzt auf dem Tisch liegen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum hier oben irgendwo Werbung steht, weil mir eben Razer das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat, damit wir dieses Video ermöglichen können. Nichtsdestotrotz bekommt ihr meine persönliche und neutrale Meinung zu dem Ganzen. Wie gesagt, Mauspad mit RGB Beleuchtung, ich muss sagen, es ist verdammt cool. Ja, ich habe noch nie eins gehabt. Es ist verdammt, verdammt cool. Das ist von Razer das Strider Chroma, ein richtig cooles Mauspad. Allerdings ist das immer so eine Sache mit dem Kabel. Ihr wisst ganz genau, ich mag es nicht, wenn hier überall Kabel rumfliegen und so weiter. Ich habe das Mauspad jetzt mal so gedreht, dass ich das nicht den Tisch nach hinten verlegt habe, sondern direkt unter dem Tisch lang. So stört es minimal. Ich kann es ertragen. Sagen wir mal so, es ist okay. Mal gucken, ob es auf dem Tisch liegen bleiben wird. Aber das Mauspad ist wirklich super cool. Der Fokus dieser Folge soll aber natürlich bei der Razer Basilisk V3 liegen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Maus sieht mit der 13-Zonen-RGB-Beleuchtung nicht nur übertrieben krass aus. Vor allem in diesen Regenbogenfarben. Da muss ich einfach sagen, für mich ist Razer Regenbogenfarben. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich finde, Razer-Produkte müssen immer in RGB-Farben leuchten. Und dementsprechend habe ich das auch so gelassen. Aber die RGB-Beleuchtung, die Razer hier in der Basilisk V3 verbaut hat, in der Basilisk V3 Pro, finde ich deshalb so besonders, weil wir so eine Art Unterbodenbeleuchtung haben. Das heißt, wenn die Maus auf dem Mauspad liegt, streut das Licht quasi auf dem Mauspad und wir sehen so eine indirekte Beleuchtung. Natürlich je nachdem, wie hell es ist. Wenn man tagsüber irgendwie zockt mit Fenster offen und keine Rollos unten oder wie auch immer, dann sieht man davon nicht viel. Und wenn man die Hand oben drauf hat, dann sowieso nicht. Aber es soll ja trotzdem optisch fürs Auge auf jeden Fall auch schön sein. Und ich finde, diese Unterbodenbeleuchtung ist richtig gut gelungen. Die zieht sich an der Seite so ein bisschen hoch. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir das Scrollrad, was natürlich auch RGB beleuchtet ist und das Razer-Logo hinten auch. Auch die technischen Features, die Razer hier mit integriert hat, finde ich sehr, sehr cool. Es gibt zum Beispiel eine Funktion, die hatte ich mal bei einer Maus, die jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist und zwar nennt das Razer Hyper Scroll Tilt Wheel, das Scrollrad, was wir quasi so nutzen können, indem wir das wie gewohnt einfach scrollen und wir hören das Rasten und können damit halt das Ganze bedienen. Oder eben wir drücken eine Taste und dann bewegt sich das Scrollrad frei. Wir können das einmal anstupsen und das Ding dreht und dreht und dreht und dreht. Viele von euch werden dieses Feature vielleicht nicht brauchen, aber ich habe es damals immer gehabt und ich fand es mega cool, bis ich auf eine Maus gewechselt habe, die diese Funktion nicht mehr hatte. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe diese Funktion vermisst, denn es gibt gewisse Internetseiten, die eben endlos lang scrollbar sind oder wenn ich mal irgendwie bei mir in den Kommentaren einen Kommentar suche und runterscrollen muss, dann habe ich diese Funktion, scroll einfach einmal durch und die Seite scrollt endlos durch, lädt nach, scrollt weiter und so weiter und so fort. Und diese Funktion finde ich persönlich mega cool und deswegen finde ich es auch super, dass Razer sie hier mit verbaut hat. Ansonsten haben wir hier auch programmierbare Tasten mit dabei. Razer sagt 10 plus 1, ich sage 5 programmierbare Tasten, weil die Haupttasten, ich kenne keinen, der die ändern würde. Ja, also rechte Maustaste ist rechte Maustaste, links und so weiter, dass das bleibt. Aber wir haben an der Seite 2 Tasten zum Beispiel, die kennt man, die sind mittlerweile gar nicht mehr so ungewöhnlich. Findet man in vielen Mäusen, die wir auf jeden Fall programmieren können. Wir haben eine weitere Taste davor, das ist quasi so eine Art Sniper-Taste. Wenn wir die gedrückt halten, bewegt sich alles ein bisschen langsamer, aber wir können auch diese Taste umprogrammieren. Und wenn man eben möchte, kann man das Scrollrad auch nach links und nach rechts tilten und die eben auch nochmal irgendwie belegen, wenn man das Ganze, wenn man eine ja, sinnvolle Funktion dafür finden würde. Also alle anderen Funktionen bzw. alle anderen Tasten würde ich dementsprechend nicht umbelegen. Deswegen
fünf Tasten, die ihr auf jeden Fall sinnvoll umprogrammieren könntet. Der Sensor und die Switches, die verbaut sind, sind aus dem Hause Razer. Das machen die eigentlich schon seit Jahren sehr, sehr gut, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Der Sensor heißt zum Beispiel Focus Pro 30K und die Switches, die verbaut sind, sind die Razer Optical Switches der dritten Generation. Ansonsten haben wir hier natürlich die Wireless-Maus mit einer Akkulaufzeit von 90 Stunden. Das ist wirklich eine Menge und für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass eine Maus auf jeden Fall so selten wie möglich ans Kabel angesteckt werden muss. Und warum das Ganze bei der Maus so gut gelöst ist, dazu kommen wir noch. Wie erwähnt, haben wir ja hier eine Wireless-Maus, dementsprechend natürlich auch die Hyperspeed-Wireless-Technik von Razer mit an Bord mit einer Polling Rate von 4000 Hertz. Das könnt ihr natürlich selber in der Software alles einstellen, aber für die, die davon noch nie was gehört haben, die meisten Gaming-Mäuse haben so eine Polling Rate von 1000 Hertz. Das bedeutet eine Millisekunde Reaktionszeit, Abtastrate, eine Millisekunde, wo quasi die Maus das Signal an den PC weitergibt. Jede Millisekunde, ja. Wenn man eine Maus hat mit einer Polling Rate von 2000 Hertz, sind das schon eine halbe Millisekunde. Und bei 4000 Hertz sind das eben eine Viertel Millisekunde Abtastrate. Was auf jeden Fall auf dem technisch neuesten Stand ist. Man kann das Ganze einstellen. Das Problem ist, gewisse PCs oder ältere PCs unterstützen das vielleicht möglicherweise gar nicht. Oder es kommt irgendwie zu FPS-Einbrüche im Game. Dann könnt ihr das Ganze aber auch mal testweise auf 2000 runterstellen. Und wenn alle Stricke reißen, stellt ihr es eben auf 1000 und dann funktioniert das. Das zu 100%. In meinem Test gar kein Problem. 4000 Hertz eingestellt, funktioniert. Und wie gesagt, ich rede hier von wirklich sehr alten PCs. Ihr solltet, denke ich mal, oder die meisten von euch sollten schon einen PC haben, wo das funktionieren wird. Jetzt werdet ihr euch aber vielleicht denken, Raton, du hast doch am Anfang des Videos irgendwas davon erzählt, dass das alles dasselbe ist und dass es langweilig wird und so weiter und so fort. Habt ihr recht, ja. Wir haben hier immer noch eine Maus. Natürlich sieht sie cool aus, technisch auf dem neuesten Stand, ergonomisch und so weiter und so fort. Aber warum mache ich dieses Video zu diesem Produkt diesmal? Die Kombination, die ich euch erwähnt hatte, und zwar die Kombination aus der Maus und dem Mausdock Pro von Razer. Das ist die Kombination, warum das Ganze überhaupt so interessant für mich wird, denn wir haben nicht nur eine Dockingstation, wo wir die Maus aufladen können, jeden Abend, es ist nichts Neues, Razer hatte schon Mäuse mit einer Dockingstation, aber wir können eben unsere Maus jeden Abend da drauflegen. Und das Ganze lädt über Nacht auf und wir haben jeden Morgen wieder eine volle Maus. Denn wir haben jetzt ein wesentliches Problem nicht mehr. Und zwar, wenn die Maus eben leer geht, dass wir sie an ein Kabel anstecken müssen. Das hat mich immer extrem genervt. Ich habe immer irgendwo ein Kabel versteckt und habe das dann rausgezogen. Wenn die Maus leer war, musste ich es anstecken, damit das Ganze funktioniert. Hatte ein zusätzliches Kabel am PC angeschlossen, plus dann den Empfänger, der auch noch angeschlossen sein muss. Zwei Plätze, sinnlos, genervt. Unpraktisch. Jetzt haben wir eben die Dockingstation dafür. Da können wir das einfach drauflegen, über Nacht laden. Und selbst wenn ihr es mal vergessen solltet, haben wir hier eine Akkulaufzeit von 90 Stunden. Das heißt, je nachdem, wie lange ihr am Tag zockt, könnt ihr das auch mal mehrere Tage oder vielleicht sogar mehrere Wochen vergessen. Das ist aber nicht der einzige praktische Vorteil, denn wir haben ja auch noch dieses nette Ding hier. Kennen wir alle. Bei einer Wireless-Maus braucht ihr natürlich einen USB-Empfänger, den ihr an den PC ansteckt, damit die Signale eben übertragen werden können. Aber diesen brauchen wir eben diesmal nicht. Ich habe es ja eben schon erwähnt, im Normalfall steckt ihr das Ding an, habt dann noch ein Ladekabel zusätzlich angesteckt und so weiter. Und vor allem, alle, die dieses Problem kennen, ich habe jetzt hier an der Seite einen USB-Eingang, das heißt, ich stecke das da an. Das Signal sollte ausreichen, das funktioniert gut. Aber viele, viele, viele Hersteller haben das Problem, dass man, sobald man das irgendwie hinter dem PC ansteckt, dass die Verbindung schon gar nicht mehr so gut ist. Und dann kommt dieses nette Ding hier zum Einsatz, und zwar ein USB-Kabel und ein Adapter. Wird überall eigentlich mitgeliefert, auch hier bei Razer. Dann steckt man das Ganze an, steckt den Empfänger hier dran und dann platziert man sich das hier irgendwo in der Nähe von seinem Setup, damit man eben einen guten Empfang hat. Das hier, Freunde, fällt komplett weg, brauchen wir nicht, denn die Dockingstation hat einen integrierten Empfänger. Und die Dockingstation liegt in der Nähe von unserem Setup, von unserer Maus. Und die Verbindung ist einfach immer on point, so wie sie sein sollte. Ihr merkt es wahrscheinlich selber, es ist wirklich sehr, sehr cool gelöst von Razer. Und das ist der Grund, warum ich das Ganze jetzt hier in mein Setup integriert habe. Und das Ganze erstmal nutzen werde, bis vielleicht irgendwas Cooleres rauskommt, was ich noch geiler finde. Aber zu dem heutigen Standpunkt finde ich diese Maus wirklich die beste Maus 2022 oder die innovativste Maus 2022, die man sich auf jeden Fall für Geld zulegen kann. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, entweder die Maus einzeln zu kaufen oder das Ganze als Band. Falls ihr die Maus kaufen wollt, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da werde ich das Ganze verlinken. Und ansonsten war es das auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Raton.
Peace!